Okay, ja, Alan Kraft, ich habe auf Ihrer Seite mal so ein bisschen recherchiert und so weiter. Sie setzen sich ja für den Untersee ein, ne? Ja, richtig. Mich interessiert mal so, da gab es ja mal diese Sache mit dem Sennesee oder mit dem Brakwinder See, ne? Warum hat man das denn dann zum Beispiel nicht gemacht? Ich glaube, das wäre doch kostengünstiger gewesen. Warum hat man denn jetzt gesagt, also was ist da Ihre Meinung? Meine Meinung ist die, dass See und ein Freizeitgewässer die Lebensqualität einer Stadt steigert. Ja. Wenn ich Menschen frage, ist Wasser gut, höre ich nur Zustimmung. Gibt es eigentlich gar keine Ablehnung. Ja. Und darum geht es eigentlich, wo können wir diesen See in Bielefeld hinkriegen? Das wäre das i-Tüpfelchen, was Lebensqualität anbetrifft. Ja. In Schildische gibt es Grundstücke, gibt es Machbarkeitsstudien, das geht. Dann kam die Idee in der Senne, Autobahn wird gebaut, wird ausgehoben. Das geht aus wasserbautechnischen Gründen nicht, das geht infrastrukturmäßig nicht. Ah, okay. Und da waren baurechtlich überhaupt keine Möglichkeiten, das zu realisieren. Wenn der Sennesee dort gegangen wäre, günstiger, hätte ich sofort gesagt, hurra, wir haben den See. Ist egal, ob der in Schildische oder in der Senne ist. Ich möchte einen See haben. Ja, okay. Jetzt haben wir ja schon einen See, den Obersee. Ich meine mal, ich bin vom Beruf Erzieher und ich sehe zum Beispiel, dass Kommunen in Herford zum Beispiel mehr Geld für die offenen Ganztagsschulen bereitgestellt haben und der Personalschlüssel einfach wesentlich besser ist. Ist ja zum einen die Frage, kann man das Geld besser verteilen? Und zum anderen ist die Frage, wie würden Sie denn zum Beispiel Kinder gerade in Bielefeld fördern? Also wie wichtig ist Ihnen zum Beispiel die Chancengleichheit? Weil Migrantenkinder ist immer noch so, dass sie einfach nicht die gleichen Bildungschancen haben, wenn die eingeschult werden, als jetzt Kinder, die zum Beispiel Deutsch sprechen und im Kindergarten gewesen sind. Das Thema Zugang zu Bildung wird ein Schlüsselthema für unsere Gesellschaft sein und ist auch primär eine kommunale Aufgabe. Ja. Kommunen sind Schulträger, sind verantwortlich für Kindergarten und. Wir müssen die Angebote schaffen, dass alle Kinder einen Platz haben und wir müssen dort, wo es Unterstützungsbedarf gibt, ich vermeide mal sozial schwächer das Wort, nur damit wir das, über dasselbe reden, müssen wir kommunale Hilfsangebote offerieren, wenn es aus dem Elternhaus nicht funktioniert. Ja. Also das Thema ist eines der Themen. Zugang zur Bildung. Jedes Kind, möglichst mit Schulabschluss, hat eine Möglichkeit, Zugang zu qualifizierter Bildung zu bekommen und in dem Moment eine Chance, später auch zu arbeiten. All diejenigen, die vorne rausfallen, sind nachher potenzielle Sozialhilfeempfänger, genau, Leistungsempfänger. Das sind dann mehr Kosten im Grunde. Und deswegen müssen wir uns vorne darum bekümmern. Das ist aber über Bund, Land, Kommune eigentlich einvernehmlich. Okay, das heißt also, wenn ich Ihnen jetzt meine Stimme geben würde, könnte ich mich darauf verlassen, dass Sie mehr Gelder für Kinder zur Verfügung stellen, im Fazit jetzt. Dass wir dort gezielt Schwachstellen beseitigen. Das ist mein Ziel. Wir müssen mit unserem Geld haushalten. Wir müssen gucken, wo haben wir Stärken. Ja. Wir müssen gezielt die Schwächen ausmerzen. Und wenn unten Kinder rausfallen, die jetzt keinen Abschluss haben, da müssen wir sehen, dass die einen Schulabschluss haben. Und das fängt an im Kindergartenbereich, dass wir beispielsweise mit Angeboten zur Sprachförderung die Sprachfähigkeit herstellen bei Kindern, die Sprache nicht beherrschen. Ja. Die können in die Schule und können überhaupt nur erfolgreich am Unterricht teilnehmen. Genau da gucken, was fehlt und dann gezielt Maßnahmen ergreifen und zusätzlich investieren. Sie haben die Frage jetzt nicht ganz beantwortet. Wollen Sie mehr Geld zur Verfügung stellen oder wollen Sie das Geld halten und sozusagen es anders einsetzen? Oder wollen Sie es, oder sagen Sie, nein, ich will auch mehr Geld einsetzen? In Zeiten der Finanzkrise ist mein erstes Ziel, das Geld zu halten. Und dann im Rahmen dieser Schwerpunktsetzung müssen wir sehen, wo wir umschichten, weil wir können kein neues Geld drucken. Deswegen sage ich unterm Strich ganz klare Aussage, wir brauchen absolut mehr Geld. Okay, alles klar, Herr Landgraf. Danke. Thank you.